Willkommen zurück. Emergency 2016. Wieder mal eine Folge. Ich glaube, Folge 37 müsste das sein. Mann, Mann, Mann. So viele Folgen. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass es so viele werden. Ja, ich habe meinen Spielstand Nummer 1 wieder geladen. Je nachdem, wo er mich jetzt hier einsetzt, zwischen den Szenarien aus dem letzten Let's Play, geht es einfach weiter. Ich drücke mal auf Play. Fahrzeuge kaufen kann ich bis jetzt noch keine weiteren. Ich bin hier in Berlin. Oh, da hinten sehe ich gerade irgendwie ein Feuer. Alles klar, entweder wiederholt sich das jetzt hier oder es ist wieder einmal diese Chemiefabrik. Ich denke mal, das hat immer mit dem Speicherpunkt zu tun, dass der vielleicht manchmal noch eine Mission wiederholt, aber beim letzten Mal war die Mission ja auch etwas anders. Also von daher denke ich mal, dass das hier eine neue ist. Wie dem auch sei, wir spielen es einfach. Tanklöschfahrzeug. dorthin. Klar. Ein Tanklöschfahrzeug kann von der Straße aus löschen. Wahrscheinlich brennen hier auch die Mülleimer wieder. Was benötige ich noch? Der ist jetzt nicht kontaminiert. Also ich brauche wohl kein Fahrzeug. Muss ich gleich mal beobachten. Im Moment nur löschen. Ich lasse das jetzt mal laufen. Oben rechts kommt... Achtung, ah, jetzt kommt es. Eine Industrieanlage ist in Brand geraten. Ah, giftige Chemikalien treten aus. Es besteht höchste Kontaminationsgefahr. Löschen Sie alle Brände. Reinigen Sie alle kontaminierten Personen. Wenn nötig, versorgen Sie alle verletzten Opfer und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Alles klar, es ist auf jeden Fall wieder eine neue Mission, weil jetzt hier vier Leute, in der anderen hatte ich ja nur einen. Nämlich hier hinten den. Jetzt habe ich hier vier Leute. Oh, und es brennt hier wieder ohne Ende. Ich hole mal noch ein Tanklöschfahrzeug. Jawohl. Ihr wisst, Skippy mag keine Brände. Das ist immer so stressig. Die Leute muss ich gleich erstmal alle retten hier und dekontaminieren. Während schon die ganze Fabrik abbrennt. So, wo kommen meine Fahrzeuge? Die sollten doch... Da kommen sie. Erwarte Befehle. Das ist jetzt ein Tanklöschfahrzeug. Ja? Das ist schon mein Dekontaminationsfahrzeug. Oh, das ist auch ein Zungenbrecher. Sag das mal dreimal hintereinander. Dann wisst ihr, was los ist. So, ja? Du löscht jetzt mal hier hinten. In Ordnung. Die Bin Jungs bereit. Können aussteigen. Okay. Ja? Du kannst löschen Verstanden. Von da, bitte. So, die Jungs müssen hier mal okay. die Leute ja. retten. Zwei. Ist in Arbeit. Höre. Und drei. Okay. Irgendwo war noch einer. Ach, hier vorne an der Straße. Irgendwo soll doch noch ein Tanklöschfahrzeug kommen. Da oben kommt es. Wunderbar. Was geht's? Du lösch mal bitte Jawohl. Da weiter. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Du musst den dekontaminieren. Den da okay. dekontaminieren. Ja. Und du bitte den dort. Verstanden. Ja, wunderbar. Mach dich bemerkbar. Dann kannst du hier gleich helfen. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Verstanden. So. Die werden da jetzt gereinigt, ja. sag ich mal. Okay. Der Baum brennt noch. Erwarte Befehle. Bin dabei. So, den hat er wohl nicht richtig gesäubert. Zu Befehl. Na, was die da drinnen machen. Ich will jetzt gar nicht auf irgendwas anspielen.
So, gereinigt. Da was kannst geht's? Du mal mit... Kein Problem. Nein, nicht einsteigen. Was geht's? Komm, dann mach, kein Problem. Dann mach du's. Höre. Bin bereit. Ja? So, dekontaminieren. Brände gelöscht. Oben rechts sehen wir das auch. Bin dabei. Wunderbar. Höre. Gelöscht, gelöscht, gelöscht. Sofort. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Fahrzeuge weg in die Base. Höre. Okay, warum ist der jetzt wieder... Ach! Ist da noch einer? Wie sind... Hä? Das waren doch vier. Jetzt sind es fünf. Ach, der hat sich da wohl irgendwie angesteckt. Ui. Ja? In Ordnung. Bin bereit. Eieiei, das ist ansteckend. Gibt's doch gar nicht. Da sehen wir schön den Balken. Zack. Fertig gesäubert. Was geht's? Kein Problem. Bin bereit. Kann der Wagen auch mal eben hier vorfahren? Höre. Bin dabei. So, hier ist alles gelöscht, ja. Wunderbar. Höre. Der kommt den hier entgegen. Na, nicht umfahren. So, rein da mit euch. Yes. Bin bereit. So, einsteigen und tschüss. Ist in Arbeit. Höre. Wieder eine Mission geschafft. Yeah. Das läuft. Das läuft bei mir. Also ich muss sagen, im wirklichen Leben... Auf dem Gelände des Volksfests randalieren einige offenbar betrunkene Personen. Nehmen Sie alle Beteiligten Leben umgehend fest. Hilft das doch auch ein bisschen weiter. Der Auseinandersetzung. Wenn man so die ganzen Einsatzfahrzeuge kennt und man in so eine Situation gerät, sei es Feuerwehr, Drehleiterfahrzeug... Sagen wir mal, es brennt irgendwo, dann du musst da vielleicht anrufen, dann kannst du gleich sagen, wir brauchen, es brennt da und da und auf jeden Fall ein Fahrzeug mit Drehleiter, weil da sind Leute auf dem Dach, das kann man dann gleich dazu sagen. Ich glaube, die Feuerwehr rückt sowieso immer mit Drehleiter aus, aber dann können die sich schon mal drauf einstellen. Oder Personen im Gebäude, dann wissen die, ah, da müssen welche rein, die befreien. Ja, oder die ganzen anderen. Das hilft so ein bisschen. Also, spielen macht nicht nur doof. Es hilft einem auch ein bisschen weiter. So, da habe ich jetzt hier die... Ich glaube, das hatte ich am Ende des letzten Let's Plays gezeigt. Die Klopper. Ja, da reicht so ein Mannschaftstransportwagen. Kann der da überhaupt rauffahren? Der kann hier durchs Brandenburger Tor fahren. Oder? Ja, da kann ich einfach mal... Sofort. So. Gehen wir auf Play. Mal gucken, was die Bühne sagt. Da spielen die unsichtbaren vier. So, oh, der Mannschaftstransportwagen ist gleich schon da. Ah, fünf sind das. Okay. Da ist er. Weiß gar nicht, wie viel. Vier habe ich nur. Ah. Ist in Arbeit. Okay, muss ich mal sehen. Bin bereit. Kein Problem. Wird erledigt. Was geht's? Alles klar. Wird gemacht. Wie viele Plätze habe ich denn hier drin? Oh, genug. Bin bereit. Erwarte Befehle. Höre. Zieh die mal vor. Bin dabei. Bin bereit. Alles klar. Höre. Kein Problem. Kein Problem. Höre. Wird gemacht. Bin dabei. Bin bereit. Bin dabei. So, sprüh die mal alle ein da. Was geht's? Alles klar.
Wird erledigt. Achtung, eine Einsatzkraft wird angegriffen. Jawohl. Erwarte Befehle. Nicht kloppen. Sprühen. Achtung, die letzten Randalierer vom Volksfest versuchen zu entkommen. Haltet sie auf, bevor sie unser Einsatzgebiet verlassen können. Jawohl. So, einer. Nee, das war's. So, rein mit euch. Ursache unbekannt. Ist in Arbeit. Befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Erstmal Pause. Alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer. Da soll jetzt noch einer geflüchtet sein, oder? Beschädigte Fahrzeuge ab. Was ist hier los? Nee, eigentlich nicht. Ja? Zwei sind drinne, drei führe ich noch ab, sind fünf. Ja. Das müsste es gewesen sein. Oh, schon wieder im Brand. Ich hasse es ja. Oh, und dann noch so ein riesiges Gebäude hier, wo das schön übergreifen kann. Oh, nee. Hier ist noch einer auf dem Balkon. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt keinen. Ja, alles klar. Drehleiterfahrzeug auf jeden Fall. Kein Problem. Ein Tanklöschfahrzeug dorthin. Ein Tanklöschfahrzeug, weil das breitet sich garantiert aus dorthin. Verstanden. Ein Tanklöschfahrzeug dorthin. Bin dabei. Oh, ein schöner Spielplatz. Der wird es wohl nicht überleben. Ein Tanklöschfahrzeug hier rein. In Ordnung. Und go. In der Zeit kann ich mich noch hier um das kümmern. Erwarte Befehle. In Ordnung. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ja? Kein Problem. Der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen in der Bin Basis. Bereit. So, sind Erwarte alle drin? Befehle. Ja. Wunderbar. So, da sehen wir die Fahrzeuge unten links auf der Karte. Achtung! Eine Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes ja, in Gefahr. Ja, ist in Arbeit. Wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit da zu bringen. Da ist es. Bin bereit. Retten. Verstanden. Ja. Löschen. Okay. Ja. Kühlen. Ist in Arbeit. So, da kommen die anderen beiden. Was geht's? Hier noch löschen. So, da kommt das Fahrzeug. Du musst okay. Da löschen. Irgendwie, ist mir egal wie. Ah, Notarzt. Da hole ich noch einen Rettungshelikopter. Bin bereit. Drehleiterfahrzeug kann auch löschen. Ja, ich weiß. Zu Befehl. So, da wird überall kräftig gelöscht. Der Rettungsheli ist auch gleich da. Das sollte ich alles unter Kontrolle haben. So, landen. Alles klar. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Alles klar. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen elektrischen Schlag erleiden. Jetzt geht's aber rund hier. Schaltkasten so schnell wie möglich. Und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Ingenieur. Wird erledigt. Der den Schaltkasten da repariert. Also jetzt geht's gut zur Sache. Aber ich komme noch nicht im Stress. Was geht's? Kein Problem. Erwarte Befehle. So, alle Brände löschen. Erledigt. Dann könnt ihr alle jetzt abzischen hier. Was geht's? Ist in Arbeit. So, der Ingenieur ist da. Was geht's? Bin dabei. Mach mal heile. Ja. Der Doc kann einsteigen. Erwarte Befehl. Wir können Jawohl. Den mal aufnehmen. So. Rein mit Sofort. Euch. Der Ingenieur
ist ja. Ready. Finished. Wird erledigt. Was geht's? Mensch, wenn ich so weitermache, dann bin ich ja hier in Berlin schon schnell durch. Wird gemacht. Und Abmarsch. Der Heli müsste von alleine abziehen. Jawohl. Ja. Ich speichere mal kurz. So, was ist los hier? Spiel, gib mir mehr, was ist los? Nur zwei Missionen auf einmal? Ist doch gar nichts. Ich schaffe auch mehr. Ich spule mal ein bisschen vor. Da kommt der Ingenieur, rein mit dir. Wunderbest. So, Missionen. Gib mir mehr Missionen. Es stürmt und blitzt. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Retten Sie alle Opfer. Wie gewohnt. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. Easy. Mein Bergefahrzeug. Setze ich erstmal hier hin. Verstanden. Brennt ist eigentlich nicht, ne? Oben rechts sehe ich auch nichts irgendwie mit Brennen. Gut, Bergefahrzeug rückt aus. Dann brauche ich einen Notarzt. In Ordnung. So. Drei RTWs. Die packe ich mal da unten wird so gemacht. Ab. Gucken hier, kein Feuer, wunderbar. Ich spule mal einen kleinen Tick vor, damit wir das noch in die Folge hier reinbekommen. So, da kommt mein Bergefahrzeug. Alles klar. Berge mal den da hinten zuerst. Erwarte Befehle. Der Doc. Verstanden. Schon mal raus. Oh, die haben sich schon mal gut platziert hier. Der noch etwas anders. Wunderbar. Oh, das sieht doch gut aus. Wird erledigt. Ja. Okay. So, da. Mach dich auf den Weg. Dann eine Trage dahin. Einer kann schon mal dort hinten hin. Zu Befehl. Den Verkehr blockieren, wenn da was kommt. Achtung. Jawohl. Ein Überfall hat sich ereignet. Oh. Der Täter hat eine Person angeschossen und befindet sich mit seiner Beute auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Und kümmern Sie sich um das verletzte Opfer. Alles klar, hier ein Rettungsheli. Der Täter versucht das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Und für den Typen ordere ich mal hier einen Streifenwagen. Wird gemacht. So, der rennt jetzt weg. Ich muss mich aber noch ein bisschen hier um die Situation kümmern. Der Notarzt ist dran, jawohl. Ah, der Rettungsheli ist schon da? Oh. Bin bereit. Mensch, das ging aber früher. Oh, Auto weg da. Kein Problem. Alles klar, so. Okay. Da vorne kommt irgendwo der Streifenwagen. Bin bereit. Der Verbrecher rennt die Straße rauf. Verstanden. Alles klar. Bin bereit. Verstanden. Dann nimm mal dein Gas. Verstanden. Was geht's? Bin dabei. Der schießt. Eine Einsatz gemacht, wird angegriffen. Alter. Oh. Bin bereit. Niemand verletzt. Bin dabei. In Knien. Höre. Das war aber alles auch ein klar. Böser Schurke. Der wird noch versorgt. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen. Hier muss ich den noch den Auftrag geben, dass es da runterkommt. Ja.
Arzt kann sich schon mal hier vorne platzieren. Was geht's? Die mit der Trage ist toll, dass ihr euch selbstständig macht, aber ihr seid die Falschen. Alles klar. Mal sehen, wie weit ist er hier auch gleich fertig. Der Streifenwagen fährt von alleine ins Hauptquartier zurück. Höre. Höre. Okay, bin bereit. Ist in Arbeit. Höre. So. Ach, die Autos schlängeln sich dadurch. Gibt's ja gar nicht. Verstanden. So, der wird behandelt. Wunderbest. Bin bereit. Mein Bergefahrzeug kann jetzt den letzten hier befreien. In Ordnung. Na, kommt ihr klar? Ja? Jawohl. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ich überziehe schon wieder, aber was soll's. Für meine Zuschauer mache ich doch alles. Fast alles. Jawohl, der Arzt ist fertig, der wird gerade befreit. Da kannst du hier mal gleich hinlaufen. Wird gemacht. Bist du schüchtern? Das Auto von dem Doc kann ich auch mal hier hinsetzen. Dann hat das gleich nicht so weit. Erwarte Befehle. Okay. Ihr könnt einsteigen. Ich spule mal ein bisschen vor, weil das mit dem Arzt hier, das dauert immer so lange. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Was geht's? Ist in Arbeit. Bin bereit. Bin dabei. So, Herr Doktor. Wen haben wir hier? Dr. Baumann. Ihr Höre. Könnt hier in den RTW. Alles klar. Bin bereit. Bin bereit. Und tschüss. Ist in Arbeit. Ich speichere einmal zwischen. Besser ist das. Was geht's? Ja, ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen bei euch. Der Rettungstransportwagen ich hoffe, es hat euch wieder einmal Spaß gemacht. Bei Emergency 2016 mit Major Skippy. Eieiei, das ist aber gerade gut vorbeigerast. Freut euch auf weitere Folgen. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Emergency 2016, City Skylines oder Anno, wie auch immer. So, mein RTW ist jetzt bei meinem Hauptquartier angekommen. Da mache ich hier jetzt einfach mal einen Cut. So, gehe ich auf Pause. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst. Euer Major Skippy.